Was ist das, Quadrätchen? Ein Stab. Bring's zurück. Hey, warte auf mich. Quadrätchen. Ho, ho. Du bist ganz platt geworden. Das sieht nach Spaß aus. Hey, ich bin jetzt so flach wie du. Ich bin ein Quadrat, ein echtes Quadrat. Quadrätchen, ich glaube fast, wir sind nicht mehr im Zahlenland. Willkommen im Flachland. Hier leben alle flachen Formen. Ich bin eine Linie, eine gerade Linie. Zwei gerade Linien. Und wenn sich drei Linien zusammentun, ergibt das... Bam, bam, bam! Ein Dreieck. Ich habe 1, 2, 3 Seiten und 1, 2, 3 Ecken. Seht mich an. Und mich. Wir sind alles Dreiecke. Wow. Aber ihr seid alle so unterschiedlich. Quadrätchen, komm zurück. Entschuldigung. Tut mir echt sehr leid. Entschuldigung. 1, 2, 3, 4 Linien. Hallo, Moment mal. Du bist gar kein Quadrat. Nö, ich bin ein Rechteck. Genau wie du habe ich 4 Seiten und 4 Ecken. Aber deine Seiten sind gleich lang, meine jedoch nicht. Wenn ich dich schon überrasche, warte mal, bis die anderen kommen. Hallo! 4-seitige Formen, stellt euch ihn mal vor! Rechteck, Rhombus. Ich bin das Trapez. Drachen. Pfeil. Parallelogramm. Quadrat. Was für schöne Namen und was für schöne Formen. Rechteck, Rhombus. Trapez. Drachen. Pfeil. Parallelogramm. Quadrat. Quadrätchen, komm zurück. Hallo, wer bist du? Ich bin ein Pentagon mit 5 Seiten. High five! Holt euch ein Hexagon mitten rein. Dann zählt die Seiten, 6 sind fein. Hab ich ein Glück, hab sogar 7 Seiten. Ich bin ein Heptagon. Ein Heptagon? 1, 2, 3, 4, 5 Seiten. Pentagon. 6 Seiten, Hexagon. 7 Seiten, Heptagon. Oh, was für schöne Namen. Und was für schöne Formen. Was sagst du, Quadrätchen? Du willst nach Hause? Hey, nur keine Bange. Oktagon-Seiten reichen lange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Seiten. Ich bringe euch nach Hause. Oktagon in 8-seitigen Flugkorb verwandeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Korb. Ich bin ein Kreis. Ich habe nur eine einzige Rundung. Festhalten, Leute. Es geht los. Macht's gut, neue Freunde. Ich bin wieder ich und du bist du. Wir waren im Flachland und da gab es Dreiecke und ein Rechteck und ein Pentagon und ich war ein echtes Quadrat. Wenn nichts los ist, niemand da, alles öde, sonderbar, kannst du die Party starten mit einem Knall. Hol die 1, klarer Fall. Bin die 1 und ich spiele in der Sonne. 1 zu sein ist solche große Wonne. 1, ein kleiner Block. Und jetzt kommt noch eine 1. 1 plus 1 ergibt 2.
bin die Zwei. Und ich spiele in der Sonne. Singen und tanzen ist für mich die große Wonne. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Zwei Tanzschuhe. Und jetzt kommt noch eine Eins. Zwei. Wie? Plus eins ergibt drei. Bin die Drei und ich spiele in der Sonne. Zu jonglieren ist für mich die große Wonne. Eins, zwei, drei. Drei Dinge. Bin so frei. Eins, zwei, drei. Und jetzt kommt noch eine Eins. Drei plus eins ergibt vier. Bin die Vier und ich spiele in der Sonne. Ein Quadrat zu sein ist für mich die große Wonne. Eins, zwei, drei, vier. Vier Seiten. Autsch, 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 autsch. Vier Ecken. Und jetzt kommt noch eine Eins. Vier. Hui. Plus eins ergibt fünf. Bin die Fünf und ich spiele in der Sonne. High Five ist für mich die große Wonne. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Finger. Fügst du immer eine Eins dazu, dann wird die Zahl stets größer sein. Und wenn du immer so weitermachst, ist bald die größte Zahl ganz dein. Und jetzt kommt noch eine Eins. Fünf. Hui, plus eins ergibt sechs. Bin die Sechs und ich spiele in der Sonne. Spiele, spielen ist für mich die große Wonne. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Würfel. Und jetzt kommt noch eine Eins. Sechs. Hui, plus eins ergibt sieben. Bin die Sieben und ich spiele in der Sonne. Regenbogen machen ist für mich die große Wonne. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben Farben. Und jetzt kommt noch eine Eins. Sieben plus eins ergibt acht. Bin die Acht und ich spiele in der Sonne. Octoblock zu sein ist für mich die große Wonne. Octoblock rennen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, rennen. Und jetzt kommt noch eine Eins. Hui, plus eins ergibt neun. Bin die Neun. Bin die Neun und ich spiele in der Sonne. Nicht zu niesen ist für mich die große Wonne. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neun Taschentücher. Und jetzt kommt noch eine Eins. Neun plus eins ergibt zehn. Bin die Zehn und ich spiele in der Sonne. Zehn zu sein ist für mich die große Wonne. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Blocks. Wir sind zehn Einsen und wir spielen in der Sonne, finden Freunde. Ist für uns die große Wonne. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Merkt ihr das für immer? Tu sie wir, dann ist es auch deins. Ihr könnt jede Zahl erreichen. Zählt nur immer dazu eine Eins. Das war Lu. Schau, wie er fliegt. Oh, pass auf, der Baum. Kannst du ihn runterholen? Ich? Vielleicht sollten wir die Zehn holen. Zehn ist größer als ich. Wir brauchen die Zehn nicht. Du bist ein großes Quadrat. Du kannst alles schaffen. Ja, na gut. Also, du dann. Vielleicht, wenn ich Anlauf nehme? Genau so. Los, los neun. Vielleicht holen wir doch die Zehn. Neun ist gleich drei plus drei plus drei. Achtung, alle aufgepasst! Wir drei sind die drei Dreier!
Die allerbesten, die unglaublichsten, die ungewöhnlichsten Akrobaten im Zahlenland. Trommelwirbel bitte. Wir präsentieren die drei Dreier. Fliegendes Trapezfeier. Hui, plus drei, plus drei, ergibt! Neun! Neun! Du hast es geschafft! Ich habe was? Oh, ja! Es war wirklich nichts! Schnell, haltet sie! Oh. Oh. Es sind zu viele! Wir brauchen Hilfe! Hilfe? Ich kann das doch selber machen. Neun ist gleich. Drei plus drei plus drei. Die drei Dreier gehen zur Feier. Ab durch die Mitte. Trommelwirbel, bitte. Drei plus drei ergibt... Nein! Du hast es wieder geschafft. Hab ich das? Natürlich habe ich das! Könnte bitte jemand dieses Glas Honig öffnen? Keine Angst, gleich, du Octoblock, dann... Geh zur Seite, Acht. Du kannst das mir überlassen. Neun ist gleich. Drei plus drei plus drei. Wir drei sind die drei Dreier. Oh, so hast du das gemacht. Ich öffne das Glas, indem ich aus einer Kanone hineinschieße. Nein, ich werde mich von oben herabstürzen und den Deckel in drei Teile spalten. Nein, ich werde furchtlos auf meinem Dreirad über das Glas springen und es vor lauter Staunen öffnen. Oh weh. Plus drei plus drei ergibt... Nein! Ich wusste, du schaffst es, Neun! Quadrate sind die Besten! Lust auf eine Partie Zweierwurf? Du bist rot, ich bin blau. Klingt nach Spaß! Ich ziehe eine Linie. Ich bin größer, also fange ich an. 10 minus 2 ergibt 8. Das Spiel beginnt. Fertig? Los! Octoblock spielen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Spielen. Er ist jetzt rechts. Links ist er jetzt. Auf meinem Kopf weit weg das Bett. Juhu! Hoch oben, tief unten, so langsam. Octoblock, springe! Juhu! Getroffen! 2 Punkte für die Blauen. Ich bin jetzt größer, also bin ich dran. 9 minus 2 ergibt 7. Fertig. Los. Und hüpp. Hui, hui. Jeder 2.
Fingerglück. Du bist größer. Du fängst an. 8 minus 2 ergibt 6. Das Spiel ist schön. Lass die Würfel fliegen. Verlässt er meine Hand, wie wird er liegen? Auf der 6. Ich Glückspilz. Ich Glückspilz. Faul. Unfaire Ablenkung. Das bedeutet... 4, 2. Viel Glück beim nächsten Mal. Los geht's. 7 minus 2 ergibt 5. Oh. Jeder 4 Punkte. 6 minus 2 ergibt 4. Gibt 3. Was? Jeder 6 Punkte. 4 minus 2 ergibt 2. Hey, nicht mich! Das war faul. Falsche 2. Oh, oh. 6. 8. 3. Minus 2. Ergibt 1. Letzte Runde. Fertig. Los. Oh, Mist. Ich leih dir eine Hand. Oder 2. Nach oben, bitte! 1, 2, ja! So, und jetzt weiter. Jeder 8 Punkte. Ein Unentschieden. Das war lustig. Morgen um dieselbe Zeit. Auf jeden Fall! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 grüne Flaschen. 10 grüne Flaschen hängen an der Wand. 10 grüne Flaschen hängen an der Wand. Wenn eine grüne Flasche aus Versehen runterfällt. Sind da noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 grüne Flaschen hängen an der Wand. Nehmt sie da weg, bevor sie runterfallen. Sie sind da oben nicht sicher. 9 grüne Flaschen, sicher auf dem Boden. 9 grüne Flaschen, sicher auf dem Boden. Oh. Aber wenn eine grüne Flasche zu einem Dinosaurier wird... Oh! Sind da noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 grüne Flaschen, nicht sicher auf dem Boden. Octoblock verstecken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verstecken. 8 grüne Flaschen versteckt in einer Box. 8 grüne Flaschen versteckt in einer Box. Aber wenn eine grüne Flasche von einem Fuchs gestohlen wird. Hey! Sind da noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? 7 grüne Flaschen versteckt in einer Box. Das war Glück. Oh. 7 grüne Flaschen fliegen durch die Luft. 7 grüne Flaschen fliegen durch die Luft. Aber wenn eine grüne Flasche einen Grizzlybären weckt. Was? Ich meine, einen Teddy umarmt? Puh. Da sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 grüne Flaschen fallen durch die Luft. Ich bin die 6. Jetzt spielen wir was. Und dieses Spiel werdet ihr lieben. 6 grüne Flaschen, die auf dem Boden liegen. 6 grüne Flaschen, die auf dem Boden liegen. Und wenn eine grüne Flasche sich plötzlich dreht. Wow! Du gewinnst! Das
Das sind noch 1, 2, 3, 4, 5. 5 grüne Flaschen liegen auf dem Boden. Ja. Fünf grüne Flaschen rollen runter diesen Berg. 5 grüne Flaschen rollen runter diesen Berg. Wenn aus einer grünen Flasche eine Narzisse guckt hinaus. Jetzt noch 1, 2, 3, 4, 4 grüne Flaschen rollen runter diesen Berg. 4 grüne Flaschen stehen da als Quadrat. 4 grüne Flaschen stehen da als Quadrat. Aber wenn eine grüne Flasche zum Jahrmarkt läuft, dann sind's noch 1, 2, 3, 3 grüne Flaschen stehen in einem Dreieck. Und 1, 2, 3. 3 grüne Flaschen, die sich im Himmel drehen. 3 grüne Flaschen, die sich im Himmel drehen. Aber eine kriegt Flügel und du kannst sie fliegen sehen. Sind da 1, 2, 2 grüne Flaschen, die sich im Himmel drehen. Komm zurück! 2 grüne Flaschen schwimmen raus aufs Meer. 2 grüne Flaschen schwimmen raus aufs Meer. Doch wenn eine grüne Flasche lernt, Wasserski zu fahren, bleibt noch eine! Eine grüne Flasche schwimmt hinaus aufs Meer. Hallo! Eine grüne Flasche verschluckt von einem Wal. Eine grüne Flasche verschluckt von einem Wal. Aber wenn diese grüne Flasche ein Kitzelschwänzchen kriegt, gibt es keine grüne Flasche, die noch im Walbauch liegt. 10 grüne Flaschen hängen an der Wand. Sicher auf dem Boden. Versteckt in einer Box. Fliegen durch die Luft. Liegen auf dem Boden. 10 grüne Flaschen rollen unter einen Berg. Stehen da als Quadrat. Drehen sich im Himmel. Die schwimmen raus aufs Meer. Verschluckt von einem Wal. Aber wenn eine grüne Flasche aus Versehen runterfällt. Ein Dinosaurier vom Fuchs gestohlen wenn wird. Wenn Grizzlybär noch fällt. Zu drehen. Zum Jahrmarkt läuft. Flügel schlagen fliegt. Wasserskifahren lernt. Ein Kitzelschwänzchen kriegt. Dann werden's 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Keine grünen Flaschen hängen an. Willkommen, willkommen, willkommen. Hier in meiner fantastisch fabulösen Früchtefabrik. Wir servieren hier zu jeder Tageszeit frische Früchte. Oh, wow. Wie funktioniert das? Oh, locker, flockig, luftig und leicht. Natürlich muss ich einfach nur... Das dämliche Ding ist kaputt. Da sind 2 Orangen drin. Vielleicht, wenn 2 es versucht. 2 ist gleich 1 plus 1. Wie kann ich so? 2 ist gleich 1 plus 1. Lecker! Tada! Seht nur, die 2 ganz oben teilt sich auf in 1 und 1 ganz unten. Ich will Früchte. Ich bin dran. 3 ist gleich 1 plus 2. Lecker, lecker, lecker. 3 ist gleich 1 plus 2. Oh, wo ist die 3? Versuchen wir es mit dem Hebel. 1 plus 2 ist gleich 3. Oh, das funktioniert in beide Richtungen. Oh, hey, die gehören mir. 3 ist gleich 2 plus 1. Und jetzt ist 2 hier und 1 da drüben. Aber die 3 hat ihre Bananen immer noch nicht bekommen. 2 plus 1 ist gleich 5. Hey, ich hab noch immer Hunger. Oh, da, Äpfel, quadratische Äpfel. 4 ist gleich 2 plus 2. Ups. Oh. Njam, njam. Oh.
noch nicht, doch, du dümmliche Maschine. Arme drei. Wir müssen herausfinden, wie die Maschine drei Äpfel ausspuckt. Oh, seht mal. Da oben sind vier neue Äpfel. Ich weiß, wie wir drei kriegen. Und los geht's. Vier ist gleich eins plus drei. Jawohl, jawohl, jawohl. Nicht doch, nicht doch, nicht doch. Ich will meine Früchte. Fünf ist gleich eins plus vier. Eins plus vier ist gleich fünf. Vier plus eins ist gleich fünf. Das geht jetzt viel zu schnell. Eins, zwei, drei, drei Heidelbeeren. Hab's doch gesagt. Locker, flockig, luftig und leicht. Kann losgehen. Wenn ihr drankommt, sagt einfach Riesen. Und dann nimmt die Kamera das Bild auf. So etwa. Riesen! Das Bild kommt dann hier raus. Stark! Sehr schön. Ich bin dran. Riesen! Brot, Käse, Brot. Ein Riesensandwich. Riesen! 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 Octoblock posiert! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Riesen! Sieht super aus! Jetzt darf ich! Oh. Oh. Ups! Oh-oh! Entschuldigung. Entschuldigung. Riesen, nicht niesen. Warum muss ich immer... Entschuldigung. Das bringt mich auf eine Idee. Jetzt geht's mir deutlich besser. Das war's mit Niesen. Ich bin geheilt. Wie jetzt? Wartet mal. Oh, sollte das nicht sein? Wir haben Schluck auf. Alles gut. Das war's dann wohl. Ich muss irgendwie diesen Schluck loswerden. Oh, ich weiß ein Mittel gegen Schluck auf. Mach mal einen Kopfstand. Das scheint zu funktionieren. Halt, warte. Ich habe noch eine Idee. Kopfstand, dabei ein Glas Wasser trinken. Einfacher gesagt als getan. Wir brauchen Hilfe. Nicht verzagen. Octoblock fragen. Oh. Er hat Schluck auf. Der ist auf der Stelle weg. Octoblock. Schreck! Verzeiht mir. Das funktioniert für gewöhnlich. Schluck auf. Keine Bock.
Stange. Ich hab da was. Ein Glücks, 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 Glücks. Oh. Schon probiert. So, auf geht's. Jetzt komme ich. Hab 6 Heilmittel für dich und los. 6. Heilmittel Nummer 6. Oh. Ist weg. Ah. So bekommt man den also weg. Oh. Manchmal träumen wir von viel, fragen uns, komme ich ans Ziel? Doch tun sich in dir Kräfte auf, hält nichts auf dieser Welt dich auf. Oh ja! Aus der 11 wird 10 und 1. Beide schießen hoch, vereint. Hopp! Hui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und eins mehr ist Planet 11. 1 plus 10 nimmt teil am Spiel, ein Fußballmatch im Alien-Stil. Die anderen haben den Start gesehen und wollen auch ins All nun gehen. Die 12 kann es nicht mehr erwarten, 10 und 2 ins All gleich starten. 10 Planeten. Und 1, 2 mehr ist Planet 12. 10 plus 2 gehen hier an Land, an einem wunderschönen Strand. Hoppala. 13 teilt sich auf, 3 und 10, sie steigen auf. 10 Planeten. Und 1, 2, 3 mehr ist Planet 13. In einer Schlucht sind 10 plus 3. Das Echo hier bringt sie in 2. 13! Hey! Hopp! 14 teilt sich auf famos in 10 plus 4 und schon geht's los. 10 Planeten. Und 1, 2, 3, 4 mehr sind Planet 14. In 4 plus 10, da steckt viel drin. Für ihn macht Schwerkraft keinen Sinn. Still, still. 15, husch, husch, ist 5 und 10. Sie wollen auch das All mal sehen. 10 Planeten. Und 1, 2, 3, 4, 5 mehr ist Planet 15. 5 plus 10 will hier nicht bleiben. Lieber will sie Treppen steigen. Auch 16 will den Flug vollbringen. 10 und 6 schon auf sich schwingen. 10 Planeten. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6 mehr ist Planet 16. Für 6 plus die 10 ist es fast ein Traum. Quadratisch sind Biene und Käse und Baum. Quadrat. Als Typ ist 17 sehr speziell. Drum starten 10 und 7 schnell. 10 Planeten. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mehr ist Planet 17. 7 plus 10 überrascht uns nicht, mal 17 mal das Sonnenlicht. 18 liebt Geschwindigkeit, mit 10 und 8 ist die nicht weit. 10 Planeten. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mehr ist Planet 18. Die 8 plus 10 liebt freien Fall, endlos rast sie durch das All. Ja, das macht Spaß. Woo. 19 hat auch etwas vor. Drum steigen 10 und 9 empor. 10 Planeten. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mehr ist Planet 19. 9 plus 10 hat Riesenspaß, nachzubauen dies und das. Wow. Wow.
20 wird heute Stress nicht kriegen. 10 und 10 gemeinsam fliegen. Hopp, hopp. Juhu! 10 Planeten. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mehr ist... Planet 20! 10 plus 10 ist 10 mal 2. Mit 20 Schuhen, da tanzt man fein. Yay! 20 neue Welten waren zu sehen. Doch leider ist jetzt Zeit zu gehen. War unser Trip für dich eine Wonne? Kehr gern zurück zum Mond und Sonne. Und tun sich in dir Kräfte auf, hält nichts auf dieser Welt dich auf. Seid gegrüßt! Wollt ihr verweilen? Oder traut ihr euch in den Tempel des Teilens? Löst die Rätsel, aber passt auf! Den Schatz bekommt nur, wer gut teilt auf. Eine für dich und eine für mich. Wow! Oh, es ist abgeschlossen. Schau, da ist ein Schlüssel. Aber wie kommen wir da dran? Hier erscheint der Geist der Luft. Oh! Um den ersten Schlüssel zu erhalten, müsst ihr erst all meine Edelsteine finden. Doch um es schwieriger zu machen, müsst ihr alle Edelsteine gleichmäßig aufteilen in diese beiden Schalen hier. Und beeilt euch, denn wenn der Sand durch diese Uhr gelaufen ist, dann wird ein Vogel mit dem Schlüssel davonfliegen. Wie können wir die gleiche Menge in jede Schale tun, wenn wir gar nicht wissen, wie viele davon da sind? So wie wir die Lampen geteilt haben, erinnere dich. Eine für dich, eine für mich. Ja! Wenn wir abwechselnd einen Edelstein in jede Schale geben, dann wird die Anzahl der Edelsteine immer gleich sein. Einen für dich, einen für mich, jeweils einen. Einen für dich, einen für mich. Es funktioniert. Zwei Edelsteine in jeder Schale. Einen für mich. 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 Das waren alle. Da sind 6 Edelsteine in meiner Schale. Und 6 in meiner. Das sind zusammen 12 Edelsteine. Das stimmt. 12 Edelsteine auf 2 Schalen aufgeteilt. Macht 6 in jeder Schale. Herzlichen Glückwunsch. Oh. Wow. Da seid ihr ja. Ich dachte, ihr schafft's gar nicht her. Ich bin der Geist des Wassers. Eure nächste Prüfung ist es, meine 15 Wasseredelsteine aufzuteilen. Auf diese 3 Muscheln hier. Damit in jeder Muschel gleich viele Edelsteine sind. Oh, der nächste Schlüssel. Teilt die Edelsteine auf, bevor das Wasser weg ist. Oder der Schlüssel wird durch das Abflussloch gesaugt. Schnell, immer einen Edelstein. Nein, 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 viel zu langsam. Lasst uns 3 auf einmal holen. 3 Muscheln und 3 Edelsteine. Ein Edelstein je Muschel. Super Idee, 3. 3 Muscheln, 3 Edelsteine. 2 Edelsteine in jeder Muschel. Jedes Mal ist einer mehr in jeder Muschel. 3 mehr und 3 mehr. Und das waren alle. 15 Edelsteine auf 3 Muscheln aufgeteilt. Macht 5 Edelsteine in jeder Muschel. Gut aufgeteilt, Team. Oh. Hallo. Ganz schön warm hier. Ich bin der Geist des Feuers. Für den letzten Schlüssel müsst ihr meine 20 Feueredelsteine in diese 4 Truhen aufteilen. Ich gebe euch Zeit, bis mein Toast durch ist. Los! Wir müssen sicher gehen, dass wir alle 20 finden. Also lasst sie uns hier vorne auf den Boden legen. Dann haben wir den Überblick. Einen für jede Truhe. Jetzt legt ihr eure hin. Wir brauchen 5 Reihen mit 4, damit es 20 sind. Mein Toast ist fast fertig und der Schlüssel geht gleich in Flammen auf. Ich sehe keinen mehr. Haben wir alle? Können wir gar nicht. Schau, in dieser Reihe fehlt ein Edelstein. Hier. Jetzt sind in jeder Reihe gleich viele. Das stimmt.
20 Edelsteine gleichmäßig auf 4 Truhen aufgeteilt ergibt 4 Gruppen von 5. Ihr habt es geschafft. Ja! Ja, bravo! Die Edelsteine schön und klar. Genug für alle haben wir da. Ja! Wie viele Zweien sind zu viele Zweien, Amigo? Lass es uns herausfinden in dem Spiel, wie viele Zweien. 1, 2, 3, 4, 5. Hä? Faktorstrahl aktiviert. Teile in Zweien. Was passiert hier? Oh je. Lasst uns herausfinden, wie viele Zweien es gibt in 6. 1, 2 und 3. Es gibt also in 6 3 Zweien. Wow! Au! Einen schönen Zweitag wünsche ich euch. Oder sollten wir sagen, nur jeder 2? Juhu! Wow! Ziel ist erfasst. Fürchte dich nicht, 14. Mit den zweifelhaften Zweien bin ich schon mal fertig geworden. Auf dem Block Schild. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. In 8 sind 4 Zweien. Damit liegst du vorn, Amigo. Aber nicht mehr lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, wie schön. In 14 sind 7 Zweien. Schlag das. Entschuldigt mich. Ich muss jemandem zur Hand gehen. Oh! Nicht bewegen. 17 ist größer als 14. Also sollte mich das wieder in Führung bringen. Restalarm! Restalarm! Es sind 8 Zweien in 17 und 1 bleibt übrig. Der Rest ist 1. Nein! Was für eine Erfahrung! Ich muss es gleich malen. Wo ist der Reset-Schalter? Aha! Du solltest das in meine Hände legen. Hui! Hey! Reset für Faktorstrahl durchgeführt. Teile in 5. Ha! Mich kriegst du nie! Yay! Ups, ich habe 10 in 2 Fünfen geteilt. Oh. Entschuldigung, lern grad fliegen. Restalarm, Restalarm. Es sind 3 Fünfen in 17 und 2 bleibt übrig. Rest 2. Ich glaube, jetzt habe ich's kapiert. Der Faktorstrahl der 2 teilt euch in 2en und mein Faktorstrahl teilt euch in 5en. Aber nur dann, wenn keine Blöcke übrig sind. Was soll ich sagen? Manche Leute sind einfach nicht in der Lage zu teilen. Ich weiß, wie man die schelmischen 2 stoppen kann. Und ich weiß, wer sie stoppen kann. Auftrag angenommen. Reset des Faktorstrahls. Teile in 1. Wie viele Einsen sind in 2? 2 natürlich. Hältst du in Einsen auf, wirst du niemals einen Rest haben. So, so. Seid ihr beide nicht die Übeltäter? Keine Sorge. Der Faktorstrahl verliert bald seine Wirkung. Nun, ich denke, wir werden keinen Ärger mehr haben mit... Moment, wo sind sie hin? Nehmt euch in Acht! Willkommen auf meiner Teilen- und Fahren-Go-Kart-Bahn. Wie viele Karten brauchst du? Was meinst du mit wie viele?
Reicht denn eine nicht? Nein, nein, nein. Es passen nur dreien in meine Go-Karts. Also musst du dich in dreien teilen, bevor du fahren kannst. Teilen und fahren. Leg drei ab und wir sehen, was übrig bleibt. 6 - 3 = 3. Na, es geht doch. Es sind 2 Dreien in 6. Also brauchst du 2 Karten. Und los geht's. Hey, ja. Wow, da kommen ganz viele Kunden. 9. Wie viele Karten brauchst du denn? Wie viele Dreien sind in 9? Überlass das mir. Ich bin gut mit Dreien. Lass uns eine 3 wegnehmen. 9 - 3 = 6. Und nochmal. 6 - 3 = 3. Hey, 1, 2, 3. Die 3 Dreien. Ja, ja, ja. Oh, bitte geht das denn nicht etwas schneller? Andere wollen auch fahren mit den Go-Go-Go-Karts. Hey, hey, hey. Ich mach hier schon so schnell ich kann, weißt du? Eine 3 nach der anderen abzuziehen ist ein langsames Geschäft. Ich meine, wenn du einen schnelleren Weg kennst, wie man in 3 teilt, dann sag's mir gerne. Drehung. Oh, ich weiß was. Jonglieren hilft mir nachzudenken. Es ist ein Zeichen, ein neues Zeichen. Vielleicht kann mir das helfen, euch schneller aufzuteilen. Lasst mal sehen. Hör mal, siehst du es nicht? Ich bin... Will drauf, was Neues auszuprobieren. Anstatt 3 abzuziehen, eine nach der anderen, lass uns dich in 3 aufteilen und zwar mit einem Mal. 12. Geteilt in 3 ist gleich... 1, 2, 3, 4. Es sind 4 Dreien in 12. Juhu! Oh, ich kann jeden auf diese Weise teilen. Hast du jeden gesagt? Das geht auch mit mir. Wir probieren das. 16. Nein, nein, nein. Du musst ein Rechteck machen, das 3 Blöcke hoch ist. So wie 12 vorhin. Ha, nee. Nee, das kriege ich nicht hin. Ich habe am Ende diesen 1 Block übrig. Ich vermute, ich kann dich nicht in 3 aufteilen, ohne einige deiner Blöcke übrig lassen zu müssen. Sorry, 16, aber du wirst nicht in meine Go-Karts passen. Entschuldigung, ich muss hier durch. Wer möchte gern auf meiner Go-Kart-Bahn fahren? Für 4 Radfahrer. Oh, kann ich das probieren? Oh, tut mir leid, 3. Nur 4 können meine Karts fahren. Oh, vielleicht kann ich das. 16. Geteilt in 4 ist gleich 1, 2, 3, 4. Die 4 Vieren. Oh yeah. Oh. Ich bin nicht in der Lage, hier noch länger zu warten. 18. Geteilt in 3 ist gleich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ja. 6 mal 3 = 18. Oh, habt ihr gewusst? Division ist das Gegenteil von Multiplikation. Ich mach's gleich nochmal. 18. Geteilt in 3 ist gleich 6. 6 mal 3 = 18. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Also mach ich's. 18. Manche sind einfach zum Angeben geboren. 6 mal 3 = 18. Geteilt in 3 ist gleich... Schaut mal her! Unsere Größe ist nicht gleich, doch erkennt man uns ganz leicht. Ob im Liegen, ob im Stehen, werden wir stets gleich aussehen. Wer sind wir? Quadratclub! Wo sind wir? Gute Frage. Hallo, ihr Quadrate. Ihr habt meine Nachricht bekommen? Gut. Es gibt hier draußen etwas, von dem ich glaube, dass es euch interessieren wird. Oh! Die Legende erzählt, dass dieser Tempel das Geheimnis hütet, wie man ein noch größeres Quadrat als die 16 finden kann. Noch größer als ich? Keine Chance. Ich bin ein wirklich großes Quadrat. Ha. Oh!
Was ist da drin? Hey, das bin ich! Und das bin ich mit diesen beiden. Oh, da bin ich. Und ich. Eine Wand mit Quadraten. 1, 4, 9, 16. Oh nein, die Teile sind heruntergefallen. Dann müssen wir es also selbst herausfinden. Könnt ihr ein Muster erkennen? Oh, schaut! Einmal die 1 ergibt ein Quadrat. Zweimal die 2 ergibt ein Quadrat. Dreimal die 3 ergeben ein Quadrat. Viermal 4 ergeben ein Quadrat. Also was kommt als nächstes? 5 mal die 5. Also dieses Bild sollte dann auch ein Quadrat zeigen, bestehend aus 5 mal die 5. Lasst es uns herausfinden. What? 5 Reihen mit 5 Kacheln in jeder Reihe. Das macht 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. 21. Macht weiter, ihr mutigen Entdecker. Ihr könnt das lösen! 22, 23, 24, 25! Also, wir denken, dass 25 eine Quadratzahl ist. Finden wir raus, ob wir richtig liegen. Wir brauchen einen magischen Spiegel. Oh, da ist einer! Zwanzig, einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, vierundzwanzig, fünfundzwanzig. Willkommen im Quadratclub! Stimmt was nicht? Du siehst nicht wie ein Quadrat aus. Du bist nicht 25, oder? Natürlich! Ich bin die 20 und die 5. 25! Nicht aufgeben, Quadratfreunde! Gibt es Zweifel, singen wir das Quadratclub-Motto! Unsere Größe ist nicht gleich, doch erkennt man uns ganz leicht. Ob im Liegen, ob im Stehen, werden wir stets gleich aussehen. 1 mal 1. 2 mal 2. 3 mal 3. 4 mal 4. 5 mal 5. Du bist ein Quadrat! Ich habe mich selbst durchschaut. Ich bin die 25 und ich bin ein wirklich, wirklich großes Quadrat. Hurra! Schaut euch all die schönen Muster an. Ich kann auch Muster machen. Und wir haben dich mit Hilfe eines Musters gefunden. 1 mal die 1, 2 mal die 2, 3 mal die 3, 4 mal die 4. 5 mal die 5. Aber wir dürfen hier nicht aufhören. Wir können dem Muster weiter folgen. Kommt schon, lasst uns losziehen und 6 mal die 6 finden. Und 7 mal die 7. Und dann 8 mal die 8. 9 mal die 8.